Jo Freunde, manche von euch haben es sicherlich schon mitbekommen. Gestern Abend gab es ein paar Probleme mit dem Fortnite-Shop. Und zwar war die Anzeige, wann der Shop sich updaten wird, verbuggt. Irgendwie stand er erst um 0 Uhr, würde sich der Shop updaten. Hat er sich dann allerdings nicht. Ich habe also völlig umsonst gewartet erstmal. Er kam dann wie immer um 2 Uhr in der Nacht raus. Und weil es da so ein bisschen Verwirrung gab, hat Fortnite auch nochmal kurz eine Meldung rausgehauen, dass er auch weiterhin immer bei 2 Uhr bleiben wird. Also UTC 0 Uhr ist das. Für uns halt 2 Uhr in der Nacht wird der Shop auch in Zukunft immer sich updaten. Nur, dass ihr Bescheid wisst, weil es da so ein bisschen Verwirrung gab. Wollte ich es nochmal ganz kurz ansprechen. Hier für euch immer die Neuigkeiten. Auch zum Shop, wo wir nämlich heute, wo ist mein Mauszeiger, da ist er, neue Skins drin haben. Einen neuen Skin, eine neue Hacke und eine neue Lackierung. Ziemlich coole Sachen sogar. So im Oster-Style. Schaut ziemlich cool aus. Werde ich euch jetzt alle nacheinander zeigen. Fangen wir nämlich direkt mal mit dem Skin an. Der Pastella hat auch so ein paar Ostereier hier als Granaten dran. Schaut ziemlich fresh aus. Der Skin gefällt mir. Und ich habe mir überlegt, ich werde den Skin auch wieder verschenken. Und zwar an all meinen Abonnenten werde ich diesen Skin heute verschenken. Also falls ihr heute 1000 V-Bucks haben wollt, alles was ihr tun müsst, um die 1000 V-Bucks zu bekommen, ist einfach nur ein Abo dazu lassen. Also kurz runter zu scrollen und auf Abonnieren zu klicken. Dem Video hier einen Daumen nach oben zu geben. Kurz ein Like da lassen und einen Kommentar heute mit Hashtag Ostern schreiben. Ostern fängt ja jetzt an. Ich werde mit Hashtag Ostern, denke ich mal, noch ein paar Gewinnspiele machen. Heute also erstmal 1000 V-Bucks für den neuen Skin hier. Ja, ich finde den auf jeden Fall ziemlich fresh. Ich finde die Farben schon nicht ganz cool aus, so für einen Osterskin auf jeden Fall absolut in Ordnung, auch vom Preis her. Für die 800 V-Bucks bekommt man auf jeden Fall einen coolen Skin. Dann noch die Hacke, hat auch, finde ich, einen ganz coolen Sound. Ich spiele es mal ab. Hört sich so ein bisschen magisch an. Für den Preis auf jeden Fall auch in Ordnung. Dann der Skin, der ja gestern noch in den Shop reinkam, hat sich ja im Laufe des Tages geupdatet. Ich habe euch natürlich ein Video dazu gemacht. Überschall mit einem ziemlich geilen Backpack. Der zeigt die Anzahl der Kills an, falls ihr das noch nicht wusstet. Der ist so reaktiv. Was ich ein ziemlich cooles Feature finde. Also deswegen allein würde ich mir fast den Skin hier kaufen. Und ich finde auch die schwarze Variante vom Skin schon einfach richtig sick aus. Kommen wir schon zur rechten Seite. Erstmal der Rodeo für 800 V-Bucks. Man reitet auf so einer Rakete. Sichelschläger würde ich mir eher nicht holen, weil ich würde warten, bis die Sense kommt. Hat auch einen ähnlichen Sound. Und da würde ich eher auf die Sichelhacke warten, statt mir die zu holen. Kostet sogar das gleiche. Lohnt sich in meinen Augen eher weniger. Dann Sturmtrooperin. Ja, ist in Ordnung. Ich finde, sie schaut ein bisschen sehr nach einem Default-Skin aus. Da finde ich den Kommando-Skin ein bisschen geiler. Einsicht, einer der hässlichsten Skins meiner Meinung nach. Ich feiere ihn leider gar nicht. Habe ich mir zwar gekauft, aber nur, um ihn euch mal in-game zeigen zu können. So feiere ich ihn leider gar nicht. Dann noch der Elektro-Swing. Ein ziemlich cooler Dance. Und im letzten Slot des heutigen Tages dann eine neue Lackierung. Die Frühlingsparty heißt sie und kostet 300 V-Bucks. Ich finde sie erstmal auf den ersten Blick ist sie ziemlich hässlich. So, what the fuck? Ich habe ja gestern auch gestreamt und da meinten auch sehr, sehr viele Leute, dass sie die eher hässlich finden. Viele haben geschrieben, so 0 von 10 Punkten würden sie der Lackierung geben. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Und schreibt noch ein Hashtag Ostern dazu, um heute nämlich 1000 V-Bucks zu gewinnen. Wie gesagt, ich verlose heute 1000 V-Bucks an alle meine Abonnenten. Also kurz ein Abo da lassen, ist kostenlos, einfach kurz abonnieren, dem Video hier einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag Ostern in die Kommentare zu schreiben. Und dann, ja, könnt ihr heute 1000 V-Bucks bekommen. Und ja, hier ist nochmal die Lackierung. Ich finde sie sogar auf der Sniper, hier auf der Sniper schaut sie ziemlich cool aus. Da finde ich sie in Ordnung. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, die zu spielen. Vielleicht hole ich sie mir noch im Laufe des Tages. Schauen wir mal. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie immer, wenn ihr hier meine Gewinnspiele auch unterstützen wollt, einfach Snoxy eintragen als Creator, denn all die Gewinnspiele zahle ich immer aus eigener Tasche. Kann ich nur machen, dadurch, dass ihr mich hier als Creator so krass unterstützt. Deswegen vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier Snoxy als Creator einträgt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, geht schnell in den Fortnite-Shop, tragt gerne Snoxy dort ein, wie mein Kanal mit einem kleinen i am Ende dran. Und jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen entspannten Tag und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss!